Grüße von den Stehaffen. Wir haben ein kleines Missgeschick gehabt heute Morgen, und zwar haben wir über Nacht unsere Onigiri in den Kühlschrank getan, weil wir uns dachten, naja, ist ja auch zum Teil Fisch drin, kann ja nicht schaden, die kühl zu halten. Tja, leider waren sie dann gefroren. Keine Ahnung, was das für ein super Kühlschrank war, aber sie waren wirklich, also wie Steine. Und wir haben sie dann unter den warmen Tisch gelegt, in der Hoffnung, dass sie auftauen würden, aber selbst nach einer halben Stunde waren es immer noch Steine. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt hier in diesem süßen Laden ganz viele kleine Teilchen geholt, also 3 Stück. So mit Cremefüllung, war wieder total goldig, die Frau war mega nett. Was man hier echt schön sieht, ist auch, dass hier überall noch Schnee liegt. Aber es ist gar nicht so kalt, wie man eigentlich denken würde. Und wir haben uns extra warm angezogen. Ich habe 2 Lagen mehr an als gestern und es ist gefühlt echt viel wärmer, obwohl es ja noch früh ist. Tja, das wird schwitzig heute. Wir sind hier am Einstiegspunkt. Und ja, es soll 30 Minuten dauern, geht auf alle Fälle los. Ja. Man sieht ja richtig schön rechts und links, alles schön voller Schnee, ein richtig schöner Weg. Und ja, noch 10 Minuten, dann sind wir vielleicht da, aber ich würde auch gerne noch ein Stückchen weiterlaufen. Hier geht es jetzt gleich hoch und dann sind wir hoffentlich gleich da. Also erster Eindruck, schon direkt so einen richtig coolen Dampfgeysir hier und die kleinen Affen daneben. Und irgendwie ignorieren das alle total, weil die Treppen hoch, 10 Meter davor sind. Keiner geht mehr da hinten hin, um zu schauen, was da noch an Affen sind. Aber schon super schön. Eingang. Wir sind da und wie nicht anders zu erwarten, hier hinten ist voll mit Leuten. Aber naja, dafür sind auch viele Affen da. Also es gibt 2 gute Gründe hierher zu kommen. Erstens, wenn man süße Affen mag. Zweitens, wenn man auf große Kameras steht. Also es ist wirklich krass, was hier für Kameras unterwegs sind. Also Leute mit Kameras unterwegs sind. Habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also bestimmt 1 Meter lange Objektive oder so um den Dreh. Es ist echt krass. Wirklich krass. Ja, davon mal abgesehen, es ist echt schön, die Affen im Schnee zu sehen. Und die Affen sind auch richtig süß und richtig flauschelig. Und ist schon anders als andere Affen, die wir bisher gesehen haben. Sie sind echt süß wie so kleine Teddybären.
wollten uns gerade schon auf den Rückweg machen und dann sind tatsächlich noch Affen reingesprungen ins Becken. Insgesamt waren jetzt aber noch 6 oder 7 Stück drin, ja, und zwar mega cool. Und die ganze Zeit davor saßen die Affen wirklich nur am Rand des Beckens drumherum und die ganze Zeit alle Fotografen drumherum waren auch so voll aufgeregt, so, wann springen sie ins Wasser, wann springen sie ins Wasser, und dann, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt da waren, 2 Stunden? 2 Stunden. Genau, und dann ganz am Ende, wir waren gerade schon auf dem Rückweg und dann hat Sophie noch aus dem Augenwinkel gesehen, da sitzt ja einer. Und ja, dann richtig cool, auf einmal waren dann ganz viele drin. Zurück im Ort, und der heißt ja Shibu Onsen, das heißt, hier gibt es auch sehr viele Onsen. Es gibt hier im Ort 9 öffentliche Bäder, die an der Straße liegen und zugänglich sind, und viele Unterkünfte haben nochmal eigene Onsen. Und diese heißen Quellen sehen alle in etwa so aus, mit einem Eingang einmal für die Frauen und einmal für die Männer. Wir haben jetzt einen kurzen Mittagsschlaf gemacht. Und ja, es ist schon dunkel. Aber inzwischen schneit es ein klein bisschen. Also, ja, es zählt als Schnee. Also, es ist sehr wenig, aber unser erster japanischer Schnee. Hier sind so unglaublich viele schöne Häuser. Also, das meiste sind dann wahrscheinlich auch Ryokans, diese traditionellen Unterkünfte. Aber auch so, also. Das Stadtbild ist einfach gigantisch. Wenn man hier langläuft und man sieht so ein Haus schöner als das andere, ist einfach ein Traum. Also man läuft hier und fühlt sich, als wäre man so in so einem alten Japan irgendwie, und es ist wirklich, wirklich toll. Dafür allein hat es, glaube ich, schon den Grund herzukommen. Hier laufen ja super viele Leute in traditioneller japanischer Klamotte rum. Und das liegt daran, dass die Ryokans ihren Gästen diese Yukata stellen. Zum Baden gehen trägt man die mit Jacke drüber und Holzsandalen, die aber irgendwie wie Flipflops sind und die richtig schön klackern. Und also die meisten tragen sie auch barfuß. Und ich denke mir so, oh krass, bei irgendwie 0 Grad oder so barfuß. Es fügt dem ganzen Stadtbild natürlich so das i-Tüpfchen hier nach oben drauf, weil es einfach so gut dazu passt, ist richtig schön. Wir sind jetzt einfach in eins der Restaurants reingelaufen, was wir gefunden haben. Wir hatten uns eigentlich schon anderes rausgesucht, aber wir sind hier vorbeigekommen. Das hatte, naja, so ein halbes englisches Menü draußen. Und da dachten wir uns einfach, keine Ahnung, wie es drin aussieht, aber wir gucken mal. Und das ist echt interessant. Das ist sehr, ein bisschen wie so ein Wohnzimmer. Und es läuft auch Fernsehen und es ist echt lustig. Und mal sehen, was wir jetzt kriegen. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig vegetarisch wird, aber wir müssen dann nehmen, was wir haben, und irgendwie ums Fleisch schon mal rumessen oder so. Also ein bisschen Fleisch war im Essen drin, aber konnte man gut drum rum essen, und im Großen und Ganzen war es echt lecker. Wir sind jetzt schon wieder im Hotel und gehen jetzt noch eine Runde schnell onsen. Die Kamera können wir hier natürlich nicht mitnehmen. Deswegen war es das für heute schon wieder, und morgen geht's dann wieder weiter.